Wie nennt man Spanier ohne Auto? Nee, das lass mal lieber sein. Okay. Wir schauen uns jetzt das spanische Schulsystem an. Mit 6 Jahren wirst du eingeschult und besuchst 6 Jahre lang die Grundschule. Währenddessen lernst du schon intensiv Englisch. Die beste Note, die du erreichen kannst, ist die 10 und 1 die schlechteste. Danach geht's für dich in die Sekundarstufe 1. Diese schließt du mit 16 Jahren ab und hast dann so ungefähr den Regelschulabschluss. Danach kannst du entweder ein Abitur machen oder eine Berufsausbildung. Kleiner Fun Fact, der Unterricht in Spanien findet auch nachmittags statt. Also, Malle nur zum Feiern oder doch zur Schule gehen?